hier ist wieder eure Blockhütte und es geht wieder um eure 5 Minuten. Und zwar, ich habe eine Frage bekommen, was ist Cryotuning? Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Es wird geschrieben C-R-Y-O. Ja, das hat jetzt nichts mit der Stimmung der Gitarre zu tun. Das könnte man ja als erstes auch denken, dass das Cryotuning eine gewisse Stimmung ist. Nein, es hat was mit dem Klangverbessern einer Gitarre zu tun. Und zwar ist es ein Verfahren, bei dem die Gitarre und die Teile an der Gitarre wohl auf 180 Grad runtergekühlt werden, wie auch immer der technische Vorgang gemacht wird, das weiß ich jetzt nicht. Aber es kommt eigentlich ursprünglich aus der metallverarbeitenden Industrie, um Metallteile in sich zu entspannen, wohl die Moleküle oder was auch immer die hier, ne? Und damit die Langlebigkeit in erster Linie gesichert ist. Und bei Gitarren hat man wohl halt festgestellt, dass wenn man das eben halt dort anwendet, also erst wurde es dort auch auf die Metallteile eigentlich nur angewendet, dann natürlich auch auf die gesamte Gitarre letztendlich, auch auf die Holzteile. Und man hat wohl festgestellt, dass dann eine sogenannte Tiefenentspannung des Holzes erfolgt. Ich habe mich da ein bisschen schlau gelesen. Und dass es wohl dann der Soundveränderung von Vintage-Instrumenten, also älteren, ne, wo die Hölzer eben halt auch sehr, sehr abgelagert sind, entgegenkommen soll. Dass das also ein natürliches Altern ist es dann natürlich nicht eben halt, ne? Ein künstliches Altern eben halt hervorbringen soll. Und ja, was ist meine Meinung dazu? Also sagen wir mal so. Ihr nehmt euch jetzt natürlich dann eine Harley Benton Gitarre für 100 Euro, macht dann dieses Cryo-Tuning und dann ist es eine super geile Gitarre. Das ist natürlich auch wieder Quatsch. Ne? Also das Problem bei solchen Sachen ist, wie ich finde, wo ich fest von überzeugt bin, weil ich das in einem Test mal machen konnte, ist, dass wenn man ein und dasselbe Instrument lange, lange spielt, schwingt es sich ein. Also dieses Einschwingen ist wirklich keine Legende mit dem Holz. Das macht aber auch totalen Sinn, weil eben halt die Saiten, ne, Musik wird übertragen, sie schwingt, das Holz schwingt, alles schwingt und irgendwann schwingt eben halt sozusagen alles mit. Ne? Also das ist kein Voodoo. Dieses Cryotuning ist sicherlich auch kein Voodoo in Bezug auf die Metallteile und dem Holz. Das ist sicherlich kein Voodoo. Aber das kostet ja auch alles Geld. Und Nachteil hat dieses Cryotuning natürlich auch, weil bei der extremen Runterkühlung können doch schon Risse im Lack auftauchen und sowas. Und jetzt ist die große Frage, ja. Ne, bei einer billigen Gitarre lohnt es sich eigentlich nicht, weil aus einer billigen mache ich keine bessere, also lohnt sich dieses Cryotuning ja nur bei einem teureren, hochwertigeren Instrument. Und das ist wieder die Frage, will ich das denn jetzt mal im Lack da antun? Also kaufe ich mir jetzt eine 6.000 Euro Signature Les Paul da oder was, eine Custom und lasse sie dafür, was weiß ich nicht, wie viel Euros einfrieren, um dann ein Instrument wieder zu kriegen. Ich weiß jetzt nicht, wie extrem diese Lackrisse sind, aber ich will das jetzt mal überspitzt darstellen. Ne? Also Das ist immer so eine Frage so, ne? Also neue Instrumente müssen immer eingespielt werden, genauso wie Lautsprecher. Lautsprecher, die ab Werk in einer Box drin sind, die sind neu, da ist das Material einfach noch nicht aufgeweicht, also die Lautsprecher hängen ja irgendwo dran und damit sie weicher klingen, müssen sie erstmal ein bisschen schwingen. Das ist auch völlig logisch, also dass sich Sachen eindüdeln müssen, sage ich jetzt mal. Und dieses Cryotuning mag sicherlich einiges bringen, aber man kann ja letztendlich sein Instrument eben halt auch selber einspielen. Ne? Also es ist immer die Frage, von welchem Zeitraum wir hier reden. Also wir reden hier bei einem gut eingeschwungenen Instrument mit Sicherheit auch nicht von 40 Jahren Gitarre üben. Also das ist auch irgendwie Käse. Ne? Man muss das immer in Relation sehen, finde ich. Also dieses Cryotuning, ich habe natürlich noch keine Gitarre in Händen gehalten, was das angeht. Und wichtig ist natürlich auch immer, man muss ja auch den Vorher-Nachher-Vergleich haben. Also wenn ich jetzt irgendwie einem eine cryo-getunte Gitarre in die Hand drücke und sage, hier, guck mal, das ist, ne, wenn ich AB nicht habe und AB kann ich nicht haben, weil ich müsste es auch wirklich für das gleiche Instrument haben. Wenn ich eine andere Gitarre die nur die gleiche Bauform darstellt, die klingt sowieso anders. Ne? Die klingt auch vorher schon anders, bevor ich die durch dieses Tuning jag. Also das ist immer so eine relative Sache. Ich habe mal einen Bericht gelesen, beziehungsweise mein anderer Gitarrist hat mir von einem Bericht gehört, da hat man mal versucht, alte Vintage-Instrumente mit neuen Amps einer Zuhörerschaft vorzuspielen und die sollten dann erkennen, ja, was denn jetzt die Vintage-Sachen sind und was die modernen Sachen sind. Und das hat man eben halt so gemacht, dass man Gitarristen hinter einen Vorhang gesetzt hat. Und und da lagen alle falsch. Und da kann man mal sehen, dass das eben halt totaler Käse ist. Diese Vintage-Geschichte, die kommt nur dann zum Tragen, wenn man selber das Instrument spielt. Und das macht auch Sinn, weil ein altes Instrument fühlt sich anders an. Man spielt dann darauf anders. Aber das hat mit dem Sound, den dieses Instrument produziert,
erstmal sekundär was zu tun. Das Spielgefühl ist ein anderes. Und da könnte ich mir beim Cryo-Tuning vorstellen, okay, ne, wenn sich das wirklich verändert, dass das Instrument sich dann eingespielter anfühlt auch, also ne, wenn dieser Effekt eintritt, weil es ist ja noch gar nicht abgenutzt worden. Ne, das kann dieses Cryo-Tuning natürlich nicht leisten. Also eine Gitarre kann dann ja nicht abgenutzt sich anfühlen. Also wie gesagt, ne, die Sachen liegen immer so dazwischen. Wer da mal Erfahrungsberichte hat mit sowas, der kann die ja gerne mal posten. Ich will, wie gesagt, ich wüsste jetzt auch gar nicht, mit welcher Gitarre ich das machen sollte. Da muss man sich natürlich auch das richtige Instrument aussuchen. Bei einer 300-Euro-Gitarre lohnt es sich eigentlich nicht. Und eben halt, es muss schon ein Instrument sein, was man eben halt viel spielt. Und wenn man es eh schon viel gespielt hat, ist es auch wieder... ich kann den Sinn da nicht so ganz nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen. Aber mich interessiert eure Meinung. Schreibt ihr mal unter das Video. Haut rein!